Leute, was geht? Ihr seht schon im Titel, Foodtour durch New York. Es wird der Shit. Wisst ihr, wo wir gerade sind? Bei der GTA-Map. Oh shit, man. Ich glaube, es wird die beste Foodtour, die wir jemals hatten, oder Ozan? Safe, bro. Mit dabei, the only and one Turkish brother, Tommy. Come here, Tommy. Tommy. How you doing, guys? Bro, what we are eating now? Where are we going? So first of all, we're in Coney Island, GTA City. We're gonna go have some Nathan's hot dog. Wir werden Hotdogs essen. So habe ich mir einen amerikanischen Hotdogland vorgestellt, man. There's so many registers over here. During summertime, all these doors open up and there's lines in every register. Ich werde einen Scheiß übersetzen. Ihr müsst ab heute Englisch lernen. Aber im Großen und Ganzen hat er gesagt, im Sommer geht's auf jeden Fall übertrieben ab und es ist immer voll. Deswegen haben wir so viele Kassen hier. Walla Billa, ein amerikanischer Laden, wie ein Bilderbuch steht. Amerika, Amerika. Wir werden jetzt drei klassische Hotdogs bestellen. Ohne Zwiebeln, nur die schöne Bockwurst. Onions on it or just breakfast? I want onions. Zwei klassische und eine mit Zwiebeln. Oh, wie geil, Alter. Einfach $25 für drei Würstchen im Brot. Hier werden die Hotdogs gemacht, meine Damen und Herren. Noch amerikanischer geht's nicht. Doch, wenn ich mich auf den Herd lege und die mich Ketchup einschmieren. Digga. Junge, das ist groß erst dein Kopf, Alter. American Style. Übertreib mich, es ist ein Sprite. Boah, selbst in Amerika schmeckt die Sprite besser. Okay, es geht los. Ozan, this is yours. Also in Amerika, Leute, du bedienst dich einfach selbst. Ketchup und Senf? Ja. Ehre nochmal. Es reicht schon, danke, John. Ich habe noch nie so einen schönen Hotdog gesehen. Also das ist meiner. Naja, es ist der gleiche, nur eine Zwiebel. Nein, das ist Senf. Rein damit. Ess ihn einfach, Mann. Eine schöne, saftige 10 von 10. Susan Dickmann. Hotdog ist mal mit Zwiebeln, meine Damen und Herren. How was that? Mmm, I like the bread. Bro, das Brot ist mies geil. Ist gut, Bruder. Mit viel Ketchup und Senf. Jetzt gehen wir zu Taco Bell. Hey Tommy, was ist Taco Bell? Taco Bell is the Mexican fast food. We're gonna have Doritos tacos today. Wenn ich an Taco Bell denke, muss ich immer an Kim Possible denken. Tommy hat mir gerade gesagt, dass ich da nicht aufnehmen soll, weil Foxy wohl ein Bordell ist. Ihr habt hier riesen iPad zum Bestellen. Take out your phone. You're amazing, just the way you are. Oh, this is the one. Free Doritos ja, Locos. Ja, Mann, diese harten. Doritos Locos Vinicius Junior. So, Sam, was möchtest du trinken? Ich bestelle mir hier Pepsi. Weil ich muss auf meine Linie achten. Ich sag's euch, es ist drei Tacos mit einem Getränk für $10. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Man darf hier seine Getränke selber auffüllen. Das darf man auch in Deutschland, das ist jetzt nichts Besonderes. Doch. Oh nein, ich hab das falsch. Oh, tut mir leid. Hä? Guck mal, ich drück auf Pepsi, da kommt Wasser raus. Bruder, wie cool sieht das aber aus hier, Alter. Ohne Spaß. Ich bin einfach glücklich. Ich werde zum ersten Mal Tacos probieren. Bei so einer schönen Optik. Ummantelt im Schnee. Ein für dich. Danke. Ein für mich. Und ein für Tupac. Guck mal, wie clean der ist. Okay. Tomate-Eisbergkäse. Oh. Boah, der war smooth. Der war smooth. Let's go. 3, 2, 1. Oh. Er schmeckt nach Chips mit Klima. Mmh, okay, Bro. Also 9 von 10 kriegst du auf jeden Fall von mir. Von mir auch. Ich würde es nochmal essen. Jetzt werden wir ein amerikanisches Frühstück haben. Zum Glück sind wir fett und können einfach essen, wann wir wollen und wie wir wollen. Sprich bitte von dir selber. Ich habe gerade eine Diät-Cola getrunken. Sieht so ein Pancake wegen. Eine amerikanische Werbung, wie sie im Buche steht. Eine amerikanische Hand, die Aaron-Sirup aufs Pancake schüttet. Wie sie im Buche steht. Genau. Unser French Toast. Wir sind doch da, Bruder. Und unser Pancake ist da. Look at this. Fluffy. Jungs und Mädels da draußen, das sagen wir auch sehr oft in den Videos, aber ich wünschte, ihr könntet das hier riechen. Es riecht wirklich unglaublich gut. Ist das Syrup? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's start with the French Toast. Bismillah. Ich mag Blaubeeren eigentlich nicht so, aber wir nehmen sie mit. Wir nehmen sie doch nicht mit. Mmh. Mmh. Boah, wie soll ich das euch jetzt erklären? Pures Butter. Geil. Let's go for the pancake. Tommy hat mir gesagt, ich muss das einmal durch die Hälfte schneiden und einmal die Seite. Scheiß drauf, Alter, geh nicht. Okay. Boah, Bro, es zergibt im Mund, Mann. Boah, das Maximum, Alter. Das nenne ich einen amerikanischen Frühstück, Bruder. Das ist der amerikanische Traum. You gotta put a lot of syrup on this. No ketchup, bro. Was machst du da, Mann? Hey, wir sind doch in Amerika. So good, man. So American. Alte amerikanische Polizeiautos. Alter, geil. Brooklyn, America.
Was darf in einem amerikanischen Food-Video nicht fehlen? Was denn? Eine amerikanische Pizza. Ich mag Pizza. Hey Tommy, magst du auch Pizza? Mafia Pizza. Gesagt, getan. Ich hab einen Plan. Wir sind angekommen. Eine schöne, schöne amerikanische Pizza, wie sie in einem schönen amerikanischen Film gezeigt wurde. This place has been open since 1939. Oh, fast 100 Jahre alt. Italian family owned, don't quote me, mob owned also. Ich mag Italiener. Italiener sind schön, Italiener haben schönes Essen und Italiener reden laut zum Frühstück. Ja. Yeah. Was willst du mehr? Pizza. Margherita oder Thunfisch? Thunfisch. Geil. Bro, I want with Thunfisch. Sehr Thunfisch? Wirklich? Yeah? No, bro. Ich glaube, die mögen hier keinen Thunfisch. Ja gut, dann wird's wohl die Margherita richten. Nein, wir gehen nach Hause. Das war's dann auch mit der Foodtour, meine Damen und Herren. Dankeschön fürs Einschalten, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Spaß. Ein Italiener, wie er im Bilderbuch steht. Wallah, Bilder, wie er in einem italienischen Mafia-Buch steht. Und im Hintergrund ist Mark Henry. Da ist Mark Henry am Pizza essen. Der geht hier immer essen nach dem Training. Aber Bilder, ein schöner, schöner italienischer Mann. Bella, bella. Also werden wir jetzt jeweils ein Stück Pizza essen und ein Stück kostet $4. Eine Million. Nein, $4. This is the American way. So sieht's wohl in einer amerikanischen Pizzeria aus. Schau dir diesen Mann an, wie schön er diese Tomatensoße verschmiert und verteilt. Ein böser Mann. Ey, brauchst du $1? Ja. Danke. Ein Italiener, wie am Bilderbuch steht. Hä? Hat jemand Kuchen bestellt? Hat jemand ein Mettbrötchen bestellt? Ich sehe mich eher an dieser Pizza, glaube ich, John. Also, ich würde sagen, wir fangen mit dem Mettbrötchen an. So sehen die aber auch aus, wie meine Tante die früher gemacht hat. Das weiß ich nicht, Alter. Bismillah. Sehr tomatisch. Und sehr dick, Bruder. Ja, willst du mal probieren? Nee. Doch. Nein, ich würde... Vielleicht wird es dir gefallen. It's okay. It's okay? I don't know about that. Ein schöner Amerikaner am Pizza essen. Do you like it? Mm-hmm. Da unterscheiden sich nämlich die Geschmäcker. Wie geht's zu Standardpizza zurück, mein fettleibiger Bruder, ja, okay? Ja, Mann, der ist es doch, Alter. Voller Bier, der ist es. Der wird dir sehr gefallen. Look at this. Was würdest du der Pizza geben? 9,5 von 10. Weil 10 von 10 ist die in Italien. I love New York. Was darf ebenfalls in den besten Food-Videos Amerika nicht fehlen? Was denn, John? Chinesisches Essen, Bruder. Nügeltee? How you doing, guys? Can you say something to Germany? German? Yeah. I know it. Oh, what's it say? Allah bilay, schöner Mann. How to order a beer around the world. In beer, bitter. Oh. Sehr clean, Bruder, ich sag dir ehrlich. So fresh und so clean. Konto voll clean. No, no, baby. Let's start with the chicken one. How was that? Good, right? Hör mir auf! Zu krass, Wallah. Mmm! Boah. Hier haben wir Hähnchen mit Sesamkörnern. In einer geilen Soße. Ist das Barbecue-Soße? Was ist das? Oh, wow. Sehr, sehr intensiv. Mmm! Diese Sesamkörner runden das Ganze richtig geil ab. I love New York! You guys eat with the fork? I eat with the classic way. Oh. Kommen wir zum letzten Spot dieses Videos. Wendy Burger. Wendy. Hat jemand ein Vogelnest bestellt? Nee. Du fragst dich nicht, und ich China. Das macht das Fett, sagt dahin. Hamburger in Amerika. Eine bessere Version von McDonald's, Bruder. Ey, der ist geil, Bro. Muss zugeben, die Pommes sind auch Baba. Boah. Highlight, Bruder. Highlight. How much you pay for this? Two burgers, $10. Wow, it's amazing. Wendy's, baby. Dann würde ich sagen, das war's noch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Leute, ihr wisst, New York ist sehr groß. Wenn ihr wollt, dass wir einen zweiten Food-Teil-Video aus New York drehen sollen, dann gibt es im Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, das würde uns sehr freuen. Dann würde ich sagen, danke schon fürs Einschalten. Passt auf euch auf, bleibt gesund und isst nicht so viel wie wir. Bada bing, bada boom, baby. Peace.